In OneNote werde ich gezielt Hyperlinks zu Notizbüchern, diversen Abschnitten, Seiten und Absätzen erzeugen und auf anderen Seiten einfügen. Zunächst ein Hyperlink auf ein Notizbuch. Ich bin in meinem Notizbuch OneNote Schulung und ich habe ja hier andere Notizbücher. Ich wechsle mal auf 2015 Team. Dort sehe ich zum Beispiel hier im April eine Seite und ja, ich denke mir, ich stehe hier im Abschnitt April auf Seite Dumbo, klick mit rechts auf mein Notizbuch oben, mit rechter Maustaste Notizbuch Link kopieren. So, und füge in meinem anderen Notizbuch OneNote Schulung, jetzt hier, Leertaste, jetzt hier mit Steuerung V einfach den Link ein. So, wenn ich jetzt hier mir nochmal anschaue, ich war hier auf April Dumbo, ich wechsle auf Abschnitt Vorlage, bin jetzt hier in der Projektübersicht und kehre in das Notizbuch zurück, wo ich den Link habe. Dann klicke ich den Link und ich wechsle in das Notizbuch, aber auf die Seite, in der ich dort aktuell stand und nicht auf die Seite, wo ich den Link erzeugt habe. Das heißt, ich kann konkreter werden, möchte ich zum Beispiel in den Abschnitt 04 wechseln können, dann klicke ich halt mit rechter Maustaste auf den Abschnitt hier 04 April, klicke auf Hyperlink zu Abschnitt kopieren, wechsle jetzt hier auf OneNote Schulung, füge den Link zum Abschnitt ein, so, dann kann ich da jederzeit hinklicken, wechsle auf Abschnitt 04, bin dort auf der Seite Dumbo, ich wechsle aber mal hier auf eine andere Seite, so, und das heißt, mein Link, den ich jetzt hier habe, der wechselt auch Hauptsache in diesen Abschnitt. Die Seite ist ihm da relativ egal. Will ich auf diese Seite wechseln, klicke ich halt auf die Seite mit rechter Maustaste, dort auf Hyperlink zur Seite kopieren. Ja, und dann kann ich also immer spezieller werden. Also wenn ich ganz detailliert an einen Punkt kommen will, füge ich halt genau diesen Link hier ein. Also jetzt klicke ich auf eine andere Seite und mein Link-Klick geht direkt auf diese Seite. Aber ich habe ja hier mehrere Einträge. Und wenn ich auf diesen Absatz hier wechseln will, zum Beispiel den da unten vom Amsterdam Excel Summit, dann habe ich hier vorne so einen Markierer. Dort klicke ich mal mit rechts drauf und da kann ich den Link zum Absatz kopieren. Und ja, da bin ich schon sehr detailliert dann dran. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, habe den Link ja kopiert, füge den jetzt ein. So, und ich sehe auch schon, ne, das ist der Text, der in diesem Absatz stand. Ja, und klick drauf und lande genau an dieser Stelle wieder. Also egal, wo ich stand, ich springe wirklich in den Absatz rein. Also das heißt, das ist mein gezieltester Sprung. Moment. Ich kann also auf Notizbuch klicken, dann bin ich Hauptsache drin. Ich kann auf einen Abschnitt klicken, dann bin ich schon mal im richtigen Bereich. Ich kann auf die Seite klicken oder ganz gezielt auf den Absatz. Der Vollständigkeit halber, man kann natürlich auch hier auf eine Abschnittsgruppe verlinken, Hyperlink zu Abschnittsgruppe. Ja, das heißt, das ist hier eigentlich dem Abschnitt vorgelagert, der Abschnittsgruppe, falls man eine haben sollte. Na, dann kann man auf eine Abschnittsgruppe verlinken, das heißt, ich springe dann direkt in diesen Bereich hinein und kann das natürlich auch noch ein bisschen freundlicher benennen. Rechte Maustaste auf die Links, Hyperlink bearbeiten. Ich sehe dann, wie dieser Hyperlink hier genannt wird. So, ich kann das umbenennen. Dann wird hier der Text entsprechend umbenannt. Und ich habe da immer noch mein Sprungziel. Ich kann so natürlich auch zwischen Textcontainern verlinken, die sich in einem Blatt auf einer Seite befinden. Das heißt, hier ist ein Textcontainer. Hier steht A, B, C, D. Und hier ist mein Link dazu. So, das heißt, ich klicke hier auf diesen Markierer, rechte Maustaste, Link kopieren und füge hier diesen Link ein. Bekommt jetzt erstmal genau den gleichen Namen. Der merkt natürlich überhaupt nicht, wenn ich das umbenenne. Ja, also das ist hier, wird hier nicht aktualisiert. Na, aber ich kann jederzeit, ich stehe hier in diesem Container, draufklicken und springe entsprechend in den
dritten Absatz hinein. Somit können natürlich die Links auch einfach als Inhaltsverzeichnis genutzt werden. Wenn man also viele Seiten hat, zum Beispiel zu einem Projekt oder zu diversen Meetings und hat zu jedem Thema, zu jedem Topic, hat man hier eine einzelne Seite aufgebaut, dann könnte ich hier ein Inhaltsverzeichnis basteln, springe dahin und ja, sehe das entsprechende Thema.